Einen schönen guten Morgen. Mein Name ist Joachim Gay. Ich bin Process Engineer bei Kaspersky und führe Sie heute durch dieses Webmeeting. Es geht um Kaspersky Embedded System Security und wie wir diese zum Beispiel in der OT Safety implementieren können. Wir werden uns die Lösung da noch im Detail ein bisschen angucken. Sie haben am Ende die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Nutzen Sie das bitte. Sie haben die Möglichkeit, unten bei dem Question-Feld Fragen einzutragen, auf die ich dann im Anschluss eingehen werde. Zur Einführung. Wir haben oft oder in Deutschland das Problem, dass wir Safety und Security mit der gleichen Begrifflichkeit Sicherheit gleichsetzen. Wenn Sie aber mit einem OT-Mitarbeiter sprechen, dann geht er bei Sicherheit von Safety-Standards aus, zum Beispiel von ISO 61508. Da geht es um die funktionale Sicherheit von Maschinen. Und da gibt es weiterführende Untermodule. Wenn wir aber mit einem IT-Mitarbeiter sprechen, dann versteht der unter Sicherheit was anderes, und zwar Security. Für ihn sind zum Beispiel wichtig die BSI oder der BSI IT Grundschutz, die ISO 27000-Serie oder zum Beispiel die IEC 62443. Und da geht es dann um IT-Security im Produktions- und Automatisierungsbereich. Oder eben auch eine NIST. Die funktionale Sicherheit, die ISO 61508, verweist zum Beispiel auch auf die IEC 62443. Was ist der Unterschied zwischen Safety und Security? Ich denke, Sie kennen das alles. Safety steht für Unfallvermeidung und Security, da geht es um, ich sage jetzt mal in diesem Bild, wenn man den Wachtschutz sich ansieht, um Kriminalitätsvermeidung, dass zum Beispiel keiner einbrechen kann, dass keine ungebetenen Gäste, wenn die Fabrik oder das Gebäude nicht benutzt wird, dass sich dort niemand, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, rumtreibt. Im Bereich der klassischen Safety werden in potenziell gefährlichen Maschinen Funktionen implementiert, um Menschen und Umwelt zu schützen. In Bezug auf Security schützt man dagegen nicht mehr die Menschen vor den Maschinen. Man bewahrt die Maschine davor, dass Menschen sie lahmlegen oder relevante Sicherheitsfunktionen abschalten können. Das Beispiel, ich sage jetzt mal Fluchttür im Brandfall, finde ich ganz gut, weil die muss A da sein. Es gibt Regularien, ja. Die darf nicht verschlossen sein zum Beispiel. Die darf auch nicht blockiert sein, damit im Brandfall die Leute sehr schnell und gezielt ein Gebäude verlassen können. Der Wachschutz zum Beispiel, für den ist es eine Schwachstelle im Schutz des Gebäudes. Er muss zum Beispiel gucken, dass es nicht irgendwie manipuliert wurde, dass man das öffnen kann, zum Beispiel. Das heißt, am liebsten wäre ihm anstatt der Tür eine Wand, weil da muss er sich nämlich um diese Schwachstelle nicht kümmern. Gucken wir uns doch mal an, welche Schwachstellen wir im oder welche Herausforderungen wir in den OT-Umgebungen haben. Und ganz oft ist es so, dass die IT sehr, sehr gut geschützt ist und der Shopfloor, also der Bereich, wo produziert wird, da wird sehr, sehr wenig Wert drauf gelegt. Ich kann mich erinnern an ein Telefonat, da hat der IT-Mitarbeiter angerufen und hat gesagt, ja, er braucht was, er muss nämlich sich von seinem Industrienetzwerk schützen. Dann sage ich, wie? Sagt er, wissen Sie, die machen da unten irgendwas. Und es kann natürlich sein, dass das von dem Bereich hier unten, vom Kontrollnetzwerk oder vom SCADA-Netzwerk, hochschwappt in mein Office-Netzwerk. Und
Das ist schon aus meiner Sicht ein Problem, weil die beiden Abteilungen arbeiten nicht miteinander, sondern sie arbeiten gegeneinander. Und was wir auch als, ich sage jetzt mal, was wir schaffen müssen, ist, dass es ein Miteinander wird und sich die beiden Abteilungen verstehen und auch die Schwerpunkte erkennen und warum was umgesetzt wird oder umgesetzt werden muss. Wir haben Limited Awareness. Limited Awareness ist auf der einen Seite, könnte man sagen, im OT-Bereich vielleicht das Wissen um Schwachstellen in der IT. Auf der anderen Seite kann man auch entgegnen, oder kann der OT-Mitarbeiter entgegen, na ja, aber ihr kennt die ganzen Safety-Standards nicht, ihr wisst gar nicht, welche Protokolle bei uns gesprochen wird, welche Anforderungen wir haben. Deswegen ist es wichtig, dass man sich miteinander unterhält und auf die einzelnen Punkte eingeht und die konterkariert durch zum Beispiel Schulungen. Die IT- und OT-Konvergenz, ich denke, uns ist allen klar, dass es nicht mehr so ist wie früher, als ich in diesem Bereich angefangen habe zu arbeiten, hatten wir zum Beispiel 10BASE-T, also Ethernet, wir hatten ARCNET, wir hatten Token Ring, wir hatten verschiedene Protokolle. Heutzutage ist ja mehr oder minder alles Ethernet und wir haben TCP/IP. Das ist im OT-Bereich nicht so. Ja, sie haben Ethernet, aber die sprechen komplett unterschiedliche Protokolle. Dass die Connectivity immer wichtiger wird, ist auch klar. Das kann zum einen sein, dass ich eine Maschine geleast habe und ich als Leasingnehmer muss dann nachweisen der Bank oder dem Leasingunternehmen, dass ich so und so viel Stück produziert habe und anhand der produzierten Anzahlen muss ich dann ein entsprechendes Entgelt geben. Das heißt, die Maschine muss zum Beispiel mit dem Internet sprechen oder andersrum, sie kaufen eine Maschine von einem Hersteller und der kommt und sagt, ja, sie haben ja auch einen Servicevertrag mit gekauft für die Maschine. Damit wir die überwachen können, brauchen wir hier einen Internetanschluss. Das kann natürlich wiederum andere Probleme mit sich ziehen. Das muss man dann einfach bewerten. Ja, deswegen einfach irgendwas anzuschließen irgendwo und zu hoffen, dass es dann auf bis zum Sankt-Nimmerlein-Tag funktioniert, ist leider nicht mehr der Fall. Die Systeme oder die Maschinen, die produziert wurden vor 30 Jahren zum Beispiel oder 20 Jahren, da hat keiner an Sicherheit gedacht. Es ging darum, dass die Maschine qualitativ hochwertige Produkte produziert, dass sie nicht ausfällt, aber Security hat dort keinen interessiert. Und das ist auch ein Problem, das man immer wieder feststellt, wenn man solche Fabriken anguckt. Ich war zum Beispiel bei einem Kunden, die haben eine spezielle Maschine, die verklebt etwas und dann hat der verantwortliche Schichtleiter hat gesagt, die Maschine ist abbezahlt, der Hersteller ist schon seit 15 Jahren nicht mehr am Markt, die Maschine produziert einwandfreie Qualität und wir haben Hardware nachgekauft, um die weiter betreiben zu können. Aber sicher ist die Maschine nicht im Sinne von IT-Security. Im Sinne von OT-Safety, ja, weil dort gab es auch schon Vorgaben. Vielleicht kommt der TÜV, prüft was, man muss vielleicht was nachbessern. Aber da die Maschine, ich sage jetzt mal, diskret aufgebaut war, die alte Maschine kann der Elektriker vor Ort noch was verändern zum Beispiel. Aber oft ist es so, dass wir halt nichts verändern können, wenn PLC, die 30 Jahre alt ist und noch funktioniert, da können Sie kein Firmware-Update aufspielen, um eine Sicherheitslücke zum Beispiel zu schließen, sondern da bleibt im Endeffekt nur, dass man möglicherweise das Netzwerk segregiert und segmentiert, so wie es auf in der Grafik dargestellt ist. Die Angriffsvektoren oder die Ich sage jetzt mal, die Möglichkeiten, dass auch die Produktion in Mitleidenschaft gezogen wird, ist mannigfaltig.
Wir hatten vor ein paar Jahren, hatten wir gesehen, da gibt es diese Ransomware-Phishing-Angriffe. Das hat sich die letzten Jahre insoweit verändert, dass diese Ransomware-Gruppen Internet oder Systeme, die am Internet sind, ausnutzen, die Schwachstellen dort erkennen. Das geht teilweise automatisiert. Das machen die vielleicht auch gar nicht selber, die Ransomware-Gruppe, sondern gibt es einen Dienstleister, der den Access generiert, der das Netzwerk scannt. Shodan.io ist zum Beispiel so eine Suchmaschine, wo man Systeme finden kann, die eine Schwachstelle haben. Und die machen dann, diese Gruppe macht dann den ersten Initial Access und guckt, ob das funktioniert, ob es erkannt wird und verkauft dann den Zugang weiter an eine Ransomware-Gruppe. Die Ransomware-Gruppe versucht dann eben die Schwachstelle auszunutzen. Das kann ein Exchange sein, das kann aber auch genauso gut ein Remote Desktop-Protokoll, also sprich ein Microsoft Terminal Server sein, der am Internet ist. Und die Historie hat gezeigt, dass das oft geklappt hat und zum Beispiel auch Tageszeitungen dadurch in Mitleidenschaft gezogen wurden. Das bedeutet, wir müssen gucken, wir müssen entweder patchen oder wir müssen gucken, dass wir die Systeme so absichern, dass das nicht mehr passieren kann. Wir haben zum Beispiel eine Untersuchung gemacht bei einem Kunden von uns, ein Security Assessment seiner Anlage oder eines Werks. Und wir haben dann an der Maschine, die die Sachen produziert, Voice-over-IP-Traffic gesehen. Wir haben Drucker-Traffic gesehen. Der hat doch nichts verloren. Die Frage vom Kunden war natürlich auch, okay, wie schnell breitet sich so eine Ransomware aus in meinem Shopfloor? Die Antwort ist ganz einfach, so schnell, wie sie sich im IT in der IT auswirkt, weil sie haben ein ganz flaches Netz, es gibt keine Übergänge, es gibt keinen Schutz zwischen den Netzen. Ja, das ist ein Riesenproblem aus meiner Sicht. Und das sieht man bei ganz vielen Firmen, dass man da ein bisschen Nachholbedarf hat. Wir haben natürlich auch Legacy Systems, das heißt Systeme, die funktionieren, mit denen kann man arbeiten, aber die haben einfach Schwachstellen. Also wir haben zum Beispiel Hardware, die relativ schmalbrüstig ist, Embedded oder HMIs oder Regalbediengeräte, die halt ein Jahrzehnt alt sind. Da haben sie keine Octa-Core-Prozessoren drin und 16 Gigabyte RAM, sondern die sind halt viel, viel weniger, weil dafür war es ausgelegt und da funktioniert es auch. Wenn man sich aber anguckt, ganz viele dieser Systeme werden mit Microsoft Windows betrieben und einige dieser Windows-Systeme oder Betriebssysteme, die unterliegen auch keinem Support mehr von Microsoft. Und da muss man sich Gedanken machen. Da gibt auch der BSI zum oder der BSI hat ein Pamphlet erstellt. Da ging es um Windows XP, SP3, was man dann machen kann. Zum Beispiel, wenn man keine Endpoint Security installieren kann, dann sollte man ja zumindest eine Whitelisting-Lösung implementieren, die Systeme in ein eigenes Netzwerk packen, die Ports überwachen, sprich ein IDS, IPS-System möglicherweise implementieren. Die Maschine funktioniert, die wird auch weiterhin so funktionieren, wenn dieses Regalbediengerät zum Beispiel nicht kaputt geht, aber ich muss andere Gegenmaßnahmen ergreifen. Es schaut auch nicht besser aus bei den Softwaresystemen oder bei der Software, die auf den Systemen betrieben wird. Warum? Ich habe ein Demosystem von mir für unsere Kaspersky Industrial Cyber Security. Das ist der große Bruder der Embedded System Security. Und dort habe ich eine Engineering Workstation. Die habe ich mit Threat Intelligence Daten von uns gescannt. Ich habe vier ICS Softwareprodukte auf dem System installiert und diese vier Softwareprodukte haben insgesamt 30 Schwachstellen.
Die Schwachstellen sind teilweise kritisch oder high. Das heißt, ich kann die möglicherweise über das Netzwerk ohne User-Interaktion oder irgendwas ausnutzen und kann dann dort Schaden anrichten. Anders gesagt, die Systeme sind offen wie ein Schweizer Käse, alles nur noch löchrig. Und da muss man sich dann Gedanken machen, was man denn machen kann. Und ein Gedanke, in den man gehen kann, ist, dass man sagt, ich schütze diese Endpoint-Systeme, auf die konzentrieren wir uns heute. Die Endpoint-Systeme, die haben einen USB-Anschluss, die hängen möglicherweise am Netzwerk oder auch nicht, ja. Es ist alte Software drauf. Ich muss die Systeme adäquat schützen. Und wir haben schon vor mehr als 8 Jahren einen Angriff oder beziehungsweise Angriffe erkannt und dort eine Lösung entwickelt. Das ist die Kaspersky Embedded System Security. Und da ging es um Angriffe auf ATMs, also auf Dispatcher, wie sagt man, Geldautomaten, ja. Und wenn Sie in Moskau in unser Büro gehen, in der Tiefgarage stehen auf Paletten verschiedene Hersteller von Geldautomaten, die wir entsprechend überwacht haben, wo wir die Lösung entsprechend adaptiert haben, damit diese Systeme geschützt werden. Die Verticals oder die Industrie ist mannigfaltig. Also ich denke, da können Sie sich in einem dieser Bereiche möglicherweise wiederfinden. Und die Geräte, die geschützt werden können und müssen, sind eben ATMs, also Geldautomaten, Fahrkartenautomaten. Es könnten Point-of-Sale-System sein, also ein Kassensystem beim Discounter, wo Sie einkaufen zum Beispiel, oder wo wir uns heute drüber unterhalten, über Legacy-Endpoints. Ich habe extra die Folien genommen, die diese Industrie abdecken, weil wir haben ähnliche oder gleichgelagerte Herausforderungen auch in der Industrie. Eine traditionelle Endpoint-Security ist möglicherweise nicht adäquat einzusetzen. Warum? Weil es einfach zu ressourcenhungrig ist, zum Beispiel. Ja. Gucken wir uns mal an. Diese Usage von diesen Geräten ist natürlich unterschiedlich. Ob das jetzt ein Regalbediengerät ist, das am Netzwerk hängt, wo der Benutzer oder der Mitarbeiter bestimmte Aktionen durchführt mit der Software, der macht das sonst auch nichts. Der installiert im Normalfall keine Software. Was aber passieren kann, wenn möglicherweise sind sie ein bisschen, ich sage jetzt mal, kreativer und dann ist eine WM, dann wird vielleicht ein DVB-Stick irgendwo angesteckt und da wird versucht, zum Beispiel Fernsehen zu gucken oder das private Smartphone geladen. Da kann ja auch möglicherweise Schadcode drauf sein. Das sind so Situationen, die werden Sie in jeder Industrie finden und gegen die müssen wir uns einfach schützen. Die Systeme oder Geräte sind ja teilweise für einen speziellen Gebrauch entwickelt worden. Ein Geldautomat hat keiner zu Hause stehen. Der steht vielleicht mal am Flughafen, oder halt bei Ihrer Bank zum Beispiel. Und die Systeme sind teilweise auch alt und dadurch natürlich auch möglicherweise anfällig. Die Software, die dort genutzt ist, ist oft Windows Embedded. Teilweise werden die Systeme nach wie vor noch so produziert und auch ausgeliefert, verkauft als neu oder als Ersatzteil wegen mir. Und das System ist von Haus aus löchrig. Und da haben wir vor Jahren schon eine Lösung entwickelt, die zum einen ressourcenoptimiert ist. Wir gehen auf die HTTP-Requirements nachher mal ein. Wir können Schutz vor Malware bieten. Wir können auf der anderen Seite aber auch Möglichkeiten bieten, Default Deny, das ist unser, ich sag's jetzt mal salopp, Application Whitelisting. Wir haben eine Device-Kontrolle drin und für das Management eine Software Distribution Control.
Die Kaspersky Embedded System Security gibt es in zwei Lizenzarten. Einmal die ersten drei Punkte. Und wenn man die Compliance Edition lizenziert, dann sind auch diese System-Integritäts-Monitoring-Module noch mit dabei, die man möglicherweise braucht, um eine PCI-DSS-Richtlinie abzudecken, um die Compliance sicherzustellen. Was wir dort bieten, ist eine Anti-Malware-Protection. Da kommen wir her, da sind wir auch bekannt dafür. Aber wir haben schon ganz lange eine Application-Whitelisting- und Device-Control-Lösung in diesem Produkt. Wir haben eine Network-Activity-Control. Das bedeutet, wenn ein Angriff kommt, zum Beispiel mit Eternal Blue oder Configure, dann kann das der Netzwerk-Stack, der überwacht wird, von uns erkennen und kann den Client sofort blocken. Das heißt, das wird schon an der Netzwerkschnittstelle abgeblockt. Wir haben eine Exploit Prevention. Warum ist die wichtig? Wenn ich mir jetzt ein Windows XP angucke, da kann ich zum Beispiel noch ein Chrome installieren. Chrome auf XP wird nicht mehr weiter supported und hat natürlich auch Schwachstellen. Und diese Chrome-Applikationen, die können wir mit unserer Exploit Prevention schützen. Das kann aber auch genauso gut die eine Software sein, um Kontrolle für einen Roboter bereitzustellen. Ja, das ist völlig egal. Sie fügen den Prozess hinzu und wir kümmern uns um den Schutz dieser Applikation. Und Sie können dann einstellen, ob nur protokolliert werden soll, dass die Exploit Prevention angeschlagen hat, oder wir können das auch verhindern. Warum machen wir das so? Stellen Sie sich vor, Kernkraftwerk, Sicherheitsabschaltung. Da können Sie den Prozess nicht einfach stoppen und aus dem Speicher killen, ja. Aber ich habe dann zumindest für den Bereich eine entsprechende Notification. Und wir können natürlich System-Integritäts-Monitoring machen. Wie gesagt, hier geht es um die Compliance-Module wie File-Integritäts-Monitoring, Registry-Access-Monitoring oder Log-Inspection, wenn jemand versucht, sich über Brute Force an einem System anzumelden. Der Vorteil dieser Lösung ist, Sie brauchen keine Domäne. Das Ganze funktioniert auch, wenn das System in Workgroup-Modus betrieben wird. Wir unterstützen x86 und x64 CPUs, also 32-Bit und 64-Bit CPUs. Ab einem Intel Pentium 3, das ist eine Minimalvoraussetzung, dass das System nicht mehr State of the Art ist, ist klar. Und ich habe dort eben eine Lösung einzusetzen, die den Prozessor nicht zu arg belastet. Wenn wir nur die Schutzmodule wie die Exploit Prevention und das Application Whitelisting, wir nennen das Application Startup Control, installieren, dann brauchen wir nur 50 Megabyte auf der Festplatte und 256 Megabyte RAM, um eine Sicherheit bereitzustellen. Hier geht es aktuell nur um Windows Betriebssysteme. Dieses System wird Ende des Monats released auch für Linux Betriebssysteme. Mit einem leicht veränderten Modulansatz. Wir unterstützen mit dem System alles ab Windows XP SP2 hoch bis zu einer Windows 11, die sehr aktuell ist. Die Architektur ist wie folgt. Sie bekommen ein Setup-Paket und in dem Setup-Paket können Sie sich die Module so zusammen konfigurieren, wie Sie es benötigen. Warum ist es so? Zum Beispiel gibt es in der Industrie Systeme, die gar nicht am Netzwerk sind. Ja, da kann ich dann sagen, okay, das System ist nicht am Netzwerk. Ich kann gar keine Internetdienste nutzen, wie zum Beispiel unser KSN. KSN steht für Kaspersky Security Network und ist ein Reputationsdienst, der in der Cloud gehostet ist.
Ja, den kann ich gar nicht anfragen. Also kann ich mich auf Module konzentrieren, die lokal ausgeführt werden können und auch wenig Pflege bedürfen. Also sprich, ich brauche keine Updates. Wenn wir uns nur diese beiden Module installieren, die Exploit Prevention und Application Control, dann brauchen wir die 50 Megabyte Plattenplatz. Sie brauchen keine Updates, sie brauchen keine zusätzlichen Mechanismen. Sie installieren das Produkt. Sie müssen es natürlich einmal konfigurieren. Da können wir Sie Ihnen helfen, indem wir das System einfach scannen und sagen, die Exe-Dateien, die sind jetzt bekannt. Die erlauben wir und alles andere wird in Zukunft geblockt, zum Beispiel. Das ist ein Ansatz. Ein anderer Ansatz wäre, dass man sagt, okay, ich scanne das Ganze, überwache das eine gewisse Zeit lang, zum Beispiel über 4 Wochen, weil dann bekomme ich Schichtwechsel mit, dann bekomme ich möglicherweise andere Aufgaben mit der Maschine und kann dann hinterher den Statistikmode mir durchgucken und die Applikation direkt aus den Events freischalten. Es ist sehr, sehr einfach zu tun. Es muss nun mal gemacht werden. In der Industrie werden wir oder möglicherweise Systeme antreffen, die sind überhaupt nicht gleich. Das heißt, ich muss auch jedes System einer Einzelbetrachtung unterziehen. Wenn wir bei Kassensystemen zum Beispiel uns die angucken, bei einem Discounter, der wird die auch immer gleich halten, weil dann hat er viel weniger Supportaufwand. Das heißt, da kann ich dann mit einer Konfiguration gleich eine ganze Armada an Endpoint-Systemen konfigurieren. Zusätzlich können eine Anti-Malware-Protection installiert werden, eine Network-Threat-Protection, eine Device-Kontrolle, um USB Geräte zu schützen. Wir haben vorher gesehen in der Grafik, was nutzt mir meine Firewall, wenn der Techniker an der ganzen Firewall vorbeiläuft mit einem infizierten USB-Stick und den in meiner Anlage irgendwo anschließt. Zum einen fehlen dann technisch-organisatorische Maßnahmen. Und auf der anderen Seite soll es nicht einfach so sein, dass jemand die Konfiguration ihrer Systeme verändern kann. Und das kann man zum Beispiel auch verhindern, indem nicht einer mit einem USB-Stick kommt und irgendwelche Software austauschen kann. Zum Beispiel, also wir können komplett verbieten, wir können nur lesenden Zugriff erlauben. Das ist abhängig vom Kunden, das muss man dann entsprechend klären. Und nachgelagert können wir dann eben auch diese File-Integritätsmonitorung kann überwachen, ob eine Exe getauscht wurde und eine Information liefern an den Betreiber. Und der Betreiber muss dann entsprechende Maßnahmen ergreifen. Wie kann ich das Ganze managen? Zum einen, wenn wir Standalone-Systeme haben, die zum Beispiel nicht irgendwo am Internet hängen, dann kann ich die ganz normal lokal managen. Entweder über eine Command-Line, das ist automatisch immer mit installiert, oder ich kann eine lokale MMC-Konsole mit installieren, wenn ich das möchte. Wenn ich eine Umgebung habe, die im Netzwerk gemanagt ist, sprich, beim Kunden vor Ort, dann habe ich die Möglichkeit, unser kostenfreies Kaspersky Security Center zu nutzen und von dort aus kann ich, wenn ich möchte, den Rollout machen. Ich kann dann die Konfiguration zentral managen, ausrollen und von diesem Kaspersky Security Center können wir natürlich auch Updates beziehen. Wir können Informationen weiterleiten an ein SIEM. Entweder über das Kaspersky Security Center oder die Kaspersky Embedded System Security kann das selber. Das sind die Möglichkeiten, die wir da haben. Sie sind wahlfrei in der Konfiguration der Module und müssen die Module entsprechend konfigurieren.
Es gibt keinen One-Size-Fits-All-Ansatz, weil es kann ja zum Beispiel sein, dass der Maschinenhersteller sagt, ich darf kein AV installieren. Das ist schön, dass der das sagt und dass der das verbietet. Aber Sie als Betreiber sind schlussendlich verantwortlich, wenn was passiert. Da hat man einfach einen Interessenskonflikt. Der Hersteller will den Supportaufwand nicht treiben und Sie haben aber das Problem, dass Sie sagen, okay, ich bin dafür verantwortlich, also gebe ich auch den Takt vor oder ich diskutiere zumindest, was da passieren soll. Und wir hatten so ein Beispiel bei einem Kunden von uns, die hatten eine Hochgeschwindigkeitsmessanlage. Der Hersteller hat gesagt, wir dürfen nichts, also der Kunde darf nichts installieren. Und der Kunde hat aber gesagt, nee. Wir sind für den Betrieb verantwortlich und wir müssen zumindest ein Mindestset an Funktionalität, Sicherheit implementieren, damit eben zum Beispiel eine Ransomware sich nicht verbreiten kann. Und wir haben dann einen Test gemacht mit der Application Launch Control, mit der Exploit Prevention und mit der Network Threat Protection. Das hat gut funktioniert, weil wir im Endeffekt, wir haben die Applikation gewitelistet, wenn die Applikation gestartet ist, guckt nur noch die Exploit Prevention nach, ob an dem Prozess irgendwie Manipulationsversuche durchgeführt werden. Und ansonsten gab es dort keine weitere Überwachung und wir hatten auch kein Problem mit Lizenzen. Und dann hat der Hersteller gesagt, okay, der bei dem Kunden, der darf die Kaspersky Embedded System Security nach diesem Test so betreiben. Klassisch, wenn man eine Endpoint sieht, ist es ganz klar eine Realtime-File-Protection, die ist immer zu empfehlen mitzuinstallieren. Auch wenn ich möglicherweise nicht immer aktuell die Signaturen aktuell halte, zum Beispiel nur einmal in der Nacht eine Aktualisierung mache oder während den Pausen, wenn die Systeme oder die Mitarbeiter Pause haben, weil das KSN, ich kann über das KSN Informationen bekommen, ob ein neuer Schadcode vorliegt. Wir haben das zum Beispiel auch gemacht bei einem Unternehmen, was Zulieferer ist für verschiedene Industrien. Da haben wir das System auch so minimalistisch installiert, dass der Kunde sich nur auf die KSN-Integration verlässt. Ist aber eine Risikoentscheidung des Kunden. Wir empfehlen immer, mit den Datenbanken zusätzlich zu arbeiten. Wir können natürlich On-Demand-Scans machen. Das ist teilweise eben auch nötig, um Compliance-Kriterien zu erfüllen. Wir haben schon die Exploit-Preventions mehrmals angesprochen. Das heißt, wir schützen gestartete Prozesse vor Manipulationsversuchen. Wir können den Netzwerk-Traffic überwachen und wir können den ANSI-Scanner über an die ANSI-Schnittstelle konnektieren. Das sind die Module, die im Bereich Anti-Malware-Protection zur Verfügung stehen. Wir haben aber auch Activity Controls. Das heißt, wir haben einmal dieses Application Launch Control, das ist ein Whitelisting. Das kann auch mit KSN verheiratet werden. Ich kann zum Beispiel schädlichen Schadcode auch nicht starten, wenn das über das KSN geliefert wird. KSN ist ein Reputationsdienst, der Ihnen im Endeffekt drei Informationen zurückliefert. Ist bekannt, ist gut. Ist bekannt, ist schlecht. Auf die beiden Sachen kann ich dort in dem Application Launch Control reagieren und sagen, wenn es schlecht ist, darf es nicht gestartet werden. Wenn es gut ist, darf es gestartet werden. Und ich habe einmal auch natürlich auch den Status, dass die Applikation uns unbekannt ist. Dann können wir es ja nicht einfach blockieren. Ich komme aus einer Zeit, da ist die Cloud noch unter meinem Tisch. Ich mache das System lieber sicherer und muss ein bisschen nacharbeiten, wie andersrum. Weil was nicht gestattet werden kann, kann auch keine Probleme hervorrufen.
Aber das ist Sache vom Kunden, wie er damit umgeht. Wir haben Kunden, die machen eher Blacklisting mit diesem Application Launch Control. Und es gibt auch Kunden, die machen striktes Whitelisting. Das heißt, was nicht erlaubt ist von der Sicherheitsabteilung, darf auch einfach nicht gestattet werden. Im Bereich Kassensysteme zum Beispiel. Device-Kontrolle, ganz klar, ist auch, ja, auch nichts Neues. Sie können das zentral freigeben. Sie können, wenn Sie USB-Sticks haben, die Sie selber produziert haben, dann können Sie eine Liste an Seriennummern hinterlegen. Die werden dann automatisch getrustet. Die können Sie benutzen. Und alle anderen werden dann verboten. Ein Einsatzzweck könnte zum Beispiel sein, es kommt ein Dienstleister, der sagt, wir müssen die Applikation aktualisieren, der Anlage. Wenn er nichts anstecken darf, dann muss er zu irgendjemandem kommen, der mit dem USB-Stick was machen darf. Wenn es dann, aus meiner Sicht, ist es sinnvoll, dort organisatorische Maßnahmen zu haben, dann kann ich sagen, okay, dann geben Sie mir den USB-Stick. Was sind das für Dateien? Dann kann ich die einmal AV-Scanning machen, zum Beispiel, der Dateien. Kann die Dateien dann auf den internen USB-Stick, also den Firmen-USB-Stick, kopieren und dem Mitarbeiter geben. Und nur über diesen USB-Stick darf er die Software zum Beispiel aktualisieren. Und gleichzeitig wissen Sie da, dass was passiert, dass eine Änderung stattgefunden hat. Und wenn Sie mit Application Launch Control arbeiten, können Sie die Applikation scannen, also sprich entweder Hashwerte oder digitale Signaturen. Auslesen aus diesen Exe-Dateien, DLL-Dateien, Skripten zum Beispiel und können die dem Application Launch Control hinzufügen. Firewall-Management ist immer wieder so eine Geschichte, die ist, ich sage jetzt mal, stiefmütterlich behandelt. Warum? Wir bieten keine eigene Firewall an, sondern wir managen die integrierte Windows Firewall. Wenn die Systeme über ein Active Directory gemanagt werden, die Endpoints, dann kann ich das über Group Policies machen. Im Shopfloor, wo ganz oft die Systeme im Workgroup-Modus oder einzeln einfach betrieben werden, dann habe ich ein Problem. Und das kann ich mit unserer Lösung zentralisiert machen über das Kaspersky Security Center oder über ein Konfigurationsfile, das ich dann einlesen kann. Und das ist auch eine Empfehlung des BSIs, dass man zum Beispiel an den Endpoint-Geräten die Firewall aktiviert. Zum Beispiel bei Windows XP. Jetzt könnten Sie natürlich sagen, na ja, aber ich muss ja immer nacharbeiten. Ja, es ist richtig. Das als Sicherheit bedingt ein bisschen Aufwand. Und wir haben für diese Application Launch Control eine Software Distribution Konfiguration entwickelt, wo Sie sogenannte vertrauenswürdige Installer hinterlegen können. Und wenn Sie über diesen vertrauenswürdigen Installer Software installieren, dann wird die automatisch lokal auch gleich gewitelistet. Das kann auch entweder anhand von SHA-256-Hash-Summen passieren oder über ein digitales Zertifikat, das wir aus der Exe auslesen. Das heißt, es macht uns das Leben bezüglich der Administration einfacher. Wenn man die Compliance Edition lizenziert hat, dann stehen uns drei weitere Module zur Verfügung. Einmal ein Dateiintegritätsmonitoring, also FIM. Was passiert da? Wir gucken nach, ob die Exe verändert wird. Das kann zum Beispiel ein Skript sein, das kann eine Konfigurationsdatei sein, oder eben auch, ob die Exe ausgetauscht wurde, also einfach durch drüber kopieren. Viele dieser Software- oder Maschinensoftware-Produkte, die müssen nicht installiert werden. Da wird einfach in den Ordner eine neue Datei kopiert. Das kann ich für
Administratoren erlauben, für den Standardbenutzer aber zum Beispiel würde er ein Event bringen und ihnen eben sagen, dass dort was geändert wurde und sie können das dann entsprechend nachverfolgen, warum wurde es geändert, möglicherweise warum wurde es nicht, auch nicht dokumentiert vorher, weil wenn sie bestimmten Regularien der BaFin zum Beispiel unterliegen, da können sie nicht einfach irgendwelche Funktionen an- oder abschalten. Ja. Log Inspection hatte ich vorher schon angesprochen. Das ist ein ganz interessantes Modul. Da geht es darum, dass wir die Windows-Events lokal überwachen. Brute-Force-Attacken, ist ein Treiber installiert worden und so weiter und so fort. Die Informationen bekommen sie dann geliefert und auch ein entsprechendes Warning. Registry Access Monitoring, dort können Sie zum Beispiel bestimmte Registry-Werte überwachen, können blocken, wenn jemand zum Beispiel dort was verändert, was für Sie wichtig ist. Ja, kann ja auch sein, dass ein Mitarbeiter öfters mal aus irgendwelchen Gründen Veränderungen vornimmt, weil dann die Software anders reagiert oder wie auch immer, dann kann man das über diesen Registry Access Monitoring überwachen. Monitoring-Tools sind natürlich mit an Bord, ganz klar. Zum einen kann man, wenn man möchte, SNMP-Counter mit installieren und dann abfragen. Wir können SNMP-Traps dadurch natürlich auch auslösen und an ein anderes Management-System weiterleiten. Wir haben Objekte für den Windows-System-Monitoring, um bestimmte Management-Systeme zu unterstützen. Und was ich denke, was für ganz viele Kunden immer wichtiger wird, ist, dass wir diese Events auch an ein Security, System Event Management exportieren können, entweder direkt vom Client oder über das Kaspersky Security Center. Sie haben da die Möglichkeit, einmal über strukturierte Daten das zu bekommen oder ganz normal über Syslog. Und Sie machen die Normalisierung dann eigenständig. Kommen wir zur Zusammenfassung. Was sind die Vorteile einer Kaspersky Embedded Systems Security? Zum einen, wir unterstützen Altsysteme und das bedeutet einmal Hardware und auf der anderen Seite Software. Wir können das Ganze schützen, die Systeme, wenn man verschiedene Module kombiniert, kann man auch den Schutzlevel entsprechend erhöhen. Was natürlich auch wieder für Sie interessant wird in den nachfolgenden Punkten, wenn es um Risikobewertung von solchen Systemen geht. Wir erhöhen dadurch Ihren Schutzlevel. Zum Beispiel die Cyber Resilience ist ja immer so ein Schlagwort aktuell. Zum einen verhindert es, dass Ransomware sich schnell in Ihrem Netzwerk verbreiten kann. Und das muss ja nicht immer sein, dass das mit Absicht passiert oder ich sage jetzt mal, das muss ja nicht der eigene Mitarbeiter sein. Es kann auch sein, dass zum Beispiel ein Service-Mitarbeiter aus einem anderen Unternehmen das Service für Ihre Maschine anbietet, möglicherweise das System ja, infiziert ist und durch diesen Remote-Tunnel oder diesen Remote-Zugriff, weil ganz oft werden jetzt sogar einfach Router angebunden. Der Maschinenhersteller kommt mit einem Netzwerkkabel und dahinter steckt ein Router und der hängt dann irgendwo im Netzwerk und ich kann es nicht kontrollieren. Also es sind so Sachen, da muss man echt vorsichtig sein, man muss sich Gedanken machen, man muss es auch kritisch hinterfragen. Hier geht es nicht darum, den Hersteller irgendwie zu drangsalieren, sondern es ist wichtig für mich als Betreiber zu wissen, wie funktioniert's, wo konnektiert es hin und welche Daten werden da ausgetauscht? Sind die Daten in einem Tunnel geschützt oder werden die Klartext übertragen? Da gibt es ja so lustige Geschichten wie zum Beispiel, ach ja, da haben wir irgendeinen Router und dann haben wir hier VNC.
Und das VNC-Protokoll ist auch, ja, ich sage jetzt mal, nicht sonderlich sicher. Und bei manchen Kunden wird auch noch VNC ohne irgendwelche Encryption eingesetzt. Kann man machen, ist halt nicht so toll. Ja, und dadurch können Probleme entstehen. Und nur wenn ich weiß, was ist meine Hardware Bill of Materials und Software Bill of Materials, was wird bei mir eingesetzt, kann ich eine saubere Risikoeinschätzung machen. Und das kann Ihnen zum Beispiel auch helfen, dass die Endpoint Security die installierte Software und die gestattete Software Ihnen liefert, über das, wenn Sie den Endpoint mit dem Kaspersky Security Center managen, dann liefert Ihnen der Agent, der Management Agent, auch Informationen, welche Patches sind installiert und welche fehlen zum Beispiel auf einem System. Das hilft Ihnen ganz, ganz stark in Ihrer Risikobewertung der Anlage und des Betriebs. Ransomware Protection habe ich eben angesprochen. Wir haben auch noch System Hardening, Device-Kontrolle zum Beispiel. Der Einsatz der Lösung kann Ihnen helfen, zum einen Regularien umzusetzen, Compliance zu erfüllen, Ihre eigenen Richtlinien zu unterstützen. Oder was ich sehr, sehr interessant finde, ist das Thema Cyberversicherung. Cyberversicherung, da gibt es vom Gesamtverband der Versicherungsindustrie einen sehr interessanten Fragenkatalog. Wenn man sich den durchliest, dann steht da zum Beispiel drin, wie oft oder patchen Sie? Wenn ja, wie oft? Dann wird der Anlagenbetreiber sagen, patchen nur, wenn Sie mir die Pistole auf die Brust setzen. Es gab ja auch schon Nachrichten, dass die Cyberversicherungen nicht kostendeckend sind. Das heißt, die Versicherer machen möglicherweise Verluste dadurch. Und ich denke mal, dass das Pendel dahin ausschlagen könnte, dass man sagt, okay, ich kann mich versichern, es wird aber sehr teuer, wenn ich die Obliegenheiten nicht erfülle. Oder für den einen oder anderen Betreiber kann es natürlich sein, dass die Versicherung sagt, naja, das ist uns zu gefährlich, wir möchten dich gar nicht versichern. Aber diese Leitfäden oder diese Fragebögen sind ganz interessant, weil da kann man sich als Firma selber auch sehr gut einordnen. Kann ich nur empfehlen, mal zu lesen. Kaspersky hat ein Produkt, was dediziert für kritische Infrastruktur entwickelt wurde. Dieses Produkt nennt sich Kaspersky Industrial Cyber Security for Nodes. Das gibt es für Windows und Linux schon aktuell. Das heißt aktuell. Die Version 2.6 wurde mehr als 6 Jahre schon supported, das heißt, das ist auch nicht neu, sondern das ist Code, der hat sich schon bewährt. Das heißt, es funktioniert, das ist getestet. Hier ist mal eine Übersicht, wo unterscheidet sich das Ganze. Die Embedded Systems Security haben wir eingangs gesehen, da war der Einsatzzweck ein ganz anderer. Nichtsdestotrotz kann man aber die Kaspersky Embedded System Security bei Ihnen oder beim Kunden entsprechend einsetzen, um ein Mindestmaß an Sicherheit zu gewährleisten, ohne dass ich auf zum Beispiel eine Critical Infrastructure Protection Certification angewiesen bin. Es gibt Kunden oder Betreiber, die unterliegen zum Beispiel der Kritis. Die haben natürlich ganz andere Anforderungen wie der Mittelstand. Der Mittelstand, der muss diese Sicherheitsmaßnahmen nicht umsetzen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist er aber genauso verwundbar wie ein Kritisbetreiber zum Beispiel. Wir testen die Kicks for Nodes
gegen eine Siemens zum Beispiel, oder hier ist eine Emerson genannt, also verschiedene Firmen. Das heißt, wir arbeiten mit denen aktiv zusammen und lassen dieses Produkt auch zertifizieren, und dann können sie sich auch sicher sein, dass es so funktioniert, wie es soll. Die CAS hat einen, ich sage jetzt mal, Standard-Tech-Support. Sie können natürlich immer zusätzlich einen Extended-Support zukaufen. Bei der KIX ist der automatisch immer inkludiert. Sie haben dedizierte Ansprechpartner, und wir haben ICS, ein dediziertes ICS-Team weltweit sitzen. Die Kaspersky Industrial Cyber Security for Nodes hat weiterführende Module, wie zum Beispiel können wir von der Siemens PLC das Programm runterladen, einen Hashwert generieren, und wenn das sich das Programm ändern sollte, aus irgendwelchen Gründen, das kann der Dienstleister sein, das kann aber auch der eigene, also der Mitarbeiter, der Schichtleiter sein, dann ist es unterschiedlich zur Baseline, und wir können zum Beispiel ein Event generieren und sagen, hey, da ist was passiert, guck mal bitte genau nach. Was aber viel interessanter ist, also aus meiner Sicht, ist, dass wir Endpoint Detection and Response auch für Industrieanlagen bereitstellen können mit Kaspersky Industrial Cyber Security for Nodes. Wir testen die Applikation natürlich auch viel tiefgreifender gegen Industriesoftware, und die KIX, das ist die Abkürzung, die kann man auch für Server einsetzen. Wohingegen die Embedded System Security eben nur auf Workstation und Embedded System beschränkt ist, was wir als offiziell supported deklarieren. Wir sind jetzt an sich am Ende von diesem Vortrag. Ich möchte aber noch mal hierhin springen. Die Security-Produkte wie eine Endpoint-Security von Kaspersky, die kann man in diesem Office-Bereich einsetzen. Ja. Wenn wir da runtergehen, dann können wir natürlich eine CAS einsetzen, eine Embedded System Security oder eine KIX. Hier ist es schon idealerweise ein bisschen segregiert, aber noch nicht segmentiert. Wir müssen uns vor Augen führen, dass der Endpoint-Schutz ein Teil einer Sicherheitslösung ist, und Sie auch andere Sachen betrachten müssen. Da können wir Ihnen helfen, eben mit unserem Kaspersky Industrial Cyber Security, mit anderen Services. Wie gesagt, wir haben uns heute nur auf diesen Endpoint-Schutz konzentriert. Dort haben wir die Möglichkeit, Anti-Malware zu bieten. Wir können Device-Kontrolle machen. Wir können Netzwerkangriffe erkennen am Endpoint. Oft ist es so, dass man, wie gesagt, hier sehr viel Sicherheit hat, hier unten aber so gut wie keine mehr. Und wenn wir hier den Traffic sehen, ich kann den Traffic hier kontrollieren, kontrolliere ich noch, aber der Traffic, der East-West-Traffic zum Beispiel, der wird ganz oft gar nicht betrachtet, und dort muss man auch entsprechend ansetzen, und da kann Ihnen auch so eine Endpoint Security ein Indikator sein, weil wenn irgendwas passiert und so eine Netzwerkregel getriggert wird am Endpoint, dann haben Sie ja schon Indikator, dass möglicherweise was passiert, was nicht sein soll, weil der Techniker, der kommt möglicherweise mit einem infizierten Laptop in Ihrem Unternehmen an, wenn Sie keine organisatorisch-technischen Policies haben oder diese halt nicht gelebt werden. Das haben wir bei einem Lebensmittelhersteller erfahren müssen. Da hat dann die IT gesagt, also die IT-Security, sie möchten eine spezielle Lösung, die eben auch Industrieprotokolle erkennen kann, und sie wollen auch kein Network Access Control zum Beispiel implementieren, aber sie möchten erkennen, wenn ein neues System im Netzwerk ist,
Und da kann man auch dieses Kicks for Networks einsetzen. Mir ist es nur wichtig, dass wir uns heute fokussiert haben auf eine Endpoint Security und wir noch viele andere Maßnahmen ergreifen müssen, um so ein historisch gewachsenes Netzwerk zu schützen. Dann bedanke ich mich für Ihre Teilnahme. Ich hoffe, Sie haben Informationen mitnehmen können, die Ihnen möglicherweise das Leben einfacher machen, Gedankenanstöße, um eben Ihre komplette Infrastruktur besser zu schützen. Und man muss immer eins sagen, ein CEO kann zwar die Arbeit delegieren, aber nicht die Verantwortung. Und das sind so Geschichten, um Sicherheit auszurollen, muss man auch das Top-Management mit einbinden und ihnen erklären, wieso und weshalb man was so etwas, solche Lösungen einsetzen sollte. Das könnte zum einen sein, dass man einfach BSI-Empfehlungen nimmt und sagt, sehen Sie, das und das sollte man machen. Wir unterliegen zwar nicht bestimmten Regularien, aber es wäre sinnvoll, das umzusetzen, weil wir dadurch eine bessere unsere Produktion schützen können. Also nicht mit dem Security-Ansatz zum Beispiel und mit den ganzen Möglichkeiten und Ransomware und was weiß ich, sondern es geht immer ein anderes Wording zu finden, um zu sagen, okay, wir verhindern Ausfälle, wir können besser produzieren, weil und so weiter und so fort. Da ist es wichtig, dass man dort dann entsprechend das Wording findet und alle an einen Tisch bekommt. Und es ist sehr wichtig, ganz oft habe ich eingangs schon gesagt, arbeiten die Abteilungen gegeneinander und man muss einfach versuchen, diese Abteilungen miteinander sprechen zu lassen, damit, wenn man in so ein Projekt geht, auch selber als Dienstleister oder wenn Sie verantwortlich in der Fachabteilung sind, dass sie hinterher auch mit Erfolg aus so einem Projekt rausgehen. Wenn Sie Fragen haben, sehr gerne. Wir sind am Ende dieses Webmeetings. Mich hat's gefreut. Okay, dann gucken wir mal. Fragen? Ja, nochmal zur Frage zur Implementierung. Also, wie kann es implementiert werden und was muss man tun? Also, was man muss man tun, ist immer schwierig, weil es gibt keinen dedizierten Ansatz, wo man sagt, jedes T-Shirt in der Größe M passt jedem Menschen. Das funktioniert nicht. Und so ist es bei den Firmen. Wir müssen einfach gucken, dass wir entsprechende Maßnahmen den Gegebenheiten gegenüberstellen und das entsprechend erarbeiten. Wenn Sie so eine Lösung testen möchten, wir stehen immer bereit, mit unseren Partnern Ihnen eine kostenlose Lizenz zur Verfügung zu stellen für 30 Tage, wo Sie das Ganze entsprechend implementieren können und auch in Ihrer Umgebung testen können, weil das, was möglicherweise haben Sie einen bestimmten Bedarf, den wir nicht getestet haben oder ein Softwaresteller nicht getestet hat. Deswegen, das eine ist schön, dass man sagt, okay, wir können alles, aber wir möchten auch den Nachweis erbringen, dass wir das können, dass wir sie schützen können. Und dazu muss einmal klar sein, sollen die Geräte zum Beispiel zentral gemanagt werden, sollen sie standalone gemanagt werden, wie schaut denn ungefähr die Hardwareausstattung der Systeme aus? Ja. Weil dann können wir auch entscheiden, welche Module müssen installiert werden. Vielleicht haben Sie ja Vorgaben, wenn man im medizinischen Bereich zum Beispiel guckt, da gibt es ganz strikte Vorgaben. Da macht es vielleicht gar keinen Sinn, die Systeme in Betracht zu ziehen. Das muss man dann anders lösen. Aber wenn man
Produktionsmaschinen sieht, da gibt es immer irgendeinen Weg, um die Systeme zu schützen. Und da ist es wichtig zu klassifizieren. Gibt es PCs, die nie am Netzwerk sind? Gibt es PCs, die zum Beispiel nur teilweise im Netzwerk sind? Oder sind die zentral eben gemanagt und haben Netzwerkanschluss? Und da müssen wir uns entscheiden, was wir umsetzen, weil das Monitoring möchte ich natürlich auch sehen. Das heißt, wenn da was passiert an einem ungemanagten System, dann ist es vielleicht wichtig, dass da ein Pop-up aufkommt, Pop-up hochkommt und den Bediener informiert, dass dort zum Beispiel drin steht, ruf mal die Sicherheitsabteilung an. Wenn wir vollgemanagte Systeme haben, dann können wir das komplett deaktivieren. Wir nehmen den Bediener erstmal da komplett raus, weil wir als Fachverantwortliche können diesen Event ja viel, viel besser bewerten, weil wir sehen sie ja schon in unserem Managementsystem. Ja. Und dann entscheiden wir uns einfach gemeinsam, welche Module sollen installiert werden, machen einen Rollout. Der Rollout kann sein, dass ich auch mit einem USB-Stick hingehe. Ich habe meine Dateien da drin, ich habe meine Lizenz da drin, ich habe ein Skript, ich stecke den USB-Stick einmal an, kann dann die Software vollautomatisiert über ein Skript installieren. Ich importiere zum Beispiel schon eine Standard-Konfiguration und die ich dann nur pro System, wenn die komplett unterschiedlich sind, ein bisschen anpassen muss. Und wie gesagt, wir haben auch zwei Möglichkeiten. Wir können sofort strikt blocken oder wir nehmen, wenn wir das Application Whitelisting uns angucken, wir können auch in diesen Statistikmodus schalten, wo wir dann nichts blocken, aber wir protokollieren alles mit. Ich gehe dann zum Beispiel nach 4 Wochen nochmal hin, bewerte diese ganzen Events, schalte diese Applikationen frei und schalte erst nach diesen 4, 8 Wochen unterschiedlich je nach Kunden in diesem Blockmodus und kann mir dann sicher sein, ich habe eine Baseline gemacht, ich weiß, welche Applikationen wurden gestartet und kann dann somit arbeiten mit dieser Baseline. Falls Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte. Schönes Wochenende zusammen.